Hallo liebe Zuschauer, PUBG, eine weitere Runde. Heute an meiner Seite First Tina. Sag mal hallo. Hallo. Ja, wir haben gerade schon eine Testrunde gespielt. Lief nicht so toll, aber jetzt extra für euch machen wir noch eine weitere Runde. Jo, lass mal loslegen. Ich bin bereit. Ich habe noch keine Einladung bekommen, oder kriege ich jetzt keine mehr? Du bist noch drin. Ach so, ist hier unten. Leave Team. Ja, nee, ja. Natürlich nicht. Man muss einfach nur auf Ready klicken. Sehr schön. Matchmaking. Ja, Mensch. Ich muss mir das auch erklären, ich bin alt und gebrechlich. Ach, gebrechlich auch noch. Ja. Gebrechliches Handgelenk. Im Fahren oder so. Übrigens, liebe Zuschauer, wir sind gerade 29er geworden in dieser Testrunde von 49. Das ist also, ja, gutes Mittelfeld. Mit dem Abstieg nichts zu tun, sozusagen. So, dann werden wir mal wieder. Ich glaube, ich hole mir mal eine Waffe. Die sind alle so schnell bei den Waffen. Also seit dem neuesten Patch habe ich jetzt, anstatt er mir anzeigt mit F interagieren, zeigt er mir jetzt ganze Zeit die Gamepad-Belegung an. Okay, vielleicht einfach mal Gamepad ausschalten. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß ja jetzt, wie ich mich hinlege und aufstehe. Genau. Obwohl, nee, ja doch, das ist ja gesagt, C haben wir aufschalten. Ja, das klappt schon irgendwie. Ja, mit C halt, wir haben eigentlich schon. Du sagst dann wieder an, ne, wenn wir aussteigen und so. Kann ich machen, ja. Von wo kommen wir denn jetzt? Ah, von da oben. Okay. Also ich hoffe mal, jetzt springen möglichst viele Leute hier bei der Militärbasis ab. Das wäre nett. Noch tut sich nichts. Ah doch, jetzt. Ist das denn so, dass da bessere Waffen liegen, oder ist das auch alles nur Zufall? Da liegen generell viele Waffen, weil da auch relativ große Gebäude sind. So. Aber ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Ich gehe da höchstens hin, wenn wir Squad spielen oder so. Und übrigens abspringen in 3, 2, 1. Okay. Weil das ist einfach einfacher. Jetzt ein bisschen dahin gleiten. Also nicht stark runter. Okay. Also einfach nur jetzt fallen lassen. Ich sehe dich da oben, du scheinst noch ein bisschen höher zu sein. Wo willst du denn hin? Hast du eine Idee? Eigentlich hier hin, wo mein Marker auch ist. Der Marker? Ja, auf der Map das blaue etwas. Mein Punkt. Ja gut, da hinten sehe ich dich. Jetzt bin ich doch ein bisschen weiter entfernt von dir. Das ist ja nicht schlimm. Hier steht bestimmt irgendwo ein Auto rum. Kein ausgebranntes. Fianchuli hat Frau Kepetri im Nahkampf erschlagen. Ach so. Dann? Alles klar. Hab ich jetzt nichts gegen, ne? Aber. So, ich komm mal zu dir gerannt. Du kannst doch ruhig erst irgendwie ein Haus looten, das da oben steht oder so. Ja, so ist jetzt gerade bei mir so gar nichts hier in der Gegend. Okay, dann. Mitten im Kornfeld. Ja, das ist natürlich nicht so prickelnd. Und ich will ja auch nicht direkt wieder erwischt werden von dem Nächsten. Obwohl, ich glaube, hier sind jetzt gar nicht so viele runtergekommen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die sind jetzt quasi so um uns rum, also Militärbasis und dann nochmal ganz hinten bei den Containern momentan. Also, was finde ich? Eine Hose. Ist ja klasse. Eine Gaspistole gefunden, ja. Voll gut oder so. Eine Brille, danke, habe ich schon. Naja, eine Uzi habe ich schon mal, das ist doch was. Jo. Ich muss dazu sagen, ich bin hier auch noch nie abgesprungen, aber ich hatte gerade einfach keine Lust, da abzuspringen, weil bei der Flugzeugroute ist es halt so, kannst du höchstens an 3, 4 Orten abspringen, wo großartig was ist, und da springen halt natürlich alle hin. Deshalb. Naja, das ist dann auch nicht unbedingt so gut. Hier in dem Haus, wo ich jetzt drin bin, ist nichts mehr. Hier liegt noch eine Pistole. Ja, zu schauen, ob du eine Pistole bist. Ne, ich habe sogar schon eine. Ich habe hier so einen schicken Revolver mit Schalldämpfer. So. Ja. Schalldämpfer? Mhm. Na ja, zum Anschleichen. Wenn das was bringt, wenn das klappt. Wenn das klappt, ja.
Wenn ich nur einen Revolver habe, dann werde ich mich auch schön irgendwo hinlegen und warten, weil großartig was damit anstellen kann ich nicht. Eine Scar ist hier, wenn du die haben willst. Nimm ruhig mit. Ich komme auch mit dem Revolver, klar, das könnte. Okay. Ich habe ein Visier für dich und ein erweitertes Magazin, ja. Kann ich da gerne abtreten? Ja, ich muss erstmal gucken, generell, wo du bist. Da hinten turnst du rum. Ja, aber ich bin hier quasi durch. Ich glaube, ich komme mal irgendwo in deine Richtung. Oder? Nee, hier ist eigentlich ganz okay. Warum ist der Kreis denn hier, ey, Furniture? Da kann ich dich jetzt ja mal fragen, wie ist denn das mit über Kimme und Korn gucken? Warum funktioniert denn das nicht? Wieso? Funktioniert nicht? Naja. Einmal Rechtsklick. Ach, einmal rechtsklick, ich habe immer gehalten. Oh Gott. Bei Halten ist das nur quasi so Schleichen, damit du ein bisschen besser, ein bisschen genauer schießt. Aber nicht so. Ich bin alt, ich sollte echt nur noch Atari 2600 spielen oder so. Learning by doing. Ja, ja, ja. Klappt immer. Einfach mal auf die Idee kommen, einfach nur einmal zu klicken, anstatt gedrückt zu halten. Ja gut, ich bin es halt von CS dann ein bisschen mehr gewöhnt. Ja, ich bin so, wie kann ich jetzt zielen? Klick, okay. Ja. Aber... Du vergisst mich nicht, ne? Weil du so da vorne wegrennst und so. Ich sehe ja, du bist hier hinter mir, tapperst mir hinterher. Ach ja, das sieht man hier unten auf der Minikarte. Ja, da kann man natürlich auch hingucken. Oh, hier war tatsächlich schon jemand. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hat aber das Auto nicht gestehen, wie es scheint. Oder? Entweder war hier jemand schon und hat sich einfach nicht für die Waffen interessiert, oder... Keine Ahnung. Hat's Fist vielleicht. Ja, klar. Kann ja auch nur mit der Faust kämpfen. Ah! Ich werde beschossen! Ja, ich auch. Oh, da ist er auch. Okay, sind beide. Ich sehe gerade gar nicht so. Die sind hier bei den brennenden Autos da oben, sind wir. Okay. Ja. Aua, 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 aua. Fuck. Bist am Boden? Okay. Nein! Nein, nicht sterben. Eins. Jawohl. Ach nein, bist tot. Scheiße. Mann! Ah. Lootest du mich gerade? Ja. Unter Umständen. Ah, scheiße. Dann guck ich dir halt mal zu. Hab ich jetzt ein bisschen lang gebraucht. Du hast die beiden erledigt? Ja, der eine hat irgendwie hinter dir im Busch gehockt. Ich glaube, der hat nicht so ganz realisiert, dass ich da rumstehe. Ich hab's auch nicht realisiert, dass da jemand rumstand. Ich hab vorbeigeschossen, um ehrlich zu sein. Ja. Naja. Ja. Aber das war auch blöd. Hätte ich auch vorher haben können, die Heinis da. Du kannst ja immer noch die Runde gewinnen, von daher, ich bin da ganz entspannt. Ja, ganz bestimmt. Hab ich denn irgendwas dabei gehabt, was Gutes? Ja. So ein bisschen, ja. Ich hab doch irgendjemand hinter mir gehört, aber ich hab nur reden jetzt erstmal gekonnt. Zum Kreis. Oh. Ich weiß auch nicht so wirklich, wo ich jetzt noch hingehen soll. Am besten einfach hier bleiben oder so, aber. Oh, das war das Beste. Nee. Mann, ja, du bist ja praktisch in der Mitte, von daher. Der Kreis sich hinbewegt, ne? Ich würde gerne hier drüber. Hallo. Danke. Da links von dir ist auch so ein Turm. Geh doch da hoch und warte da oben. Echt, aber kann man nicht hoch. Nee. Ach so. Nicht wirklich. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Wundervoll. Ja. Ich dachte aber eigentlich auch hier in dem Haus kann man hochgehen, aber kann man auch nicht. Und dann, ja.
Also mit dem Sterben funktioniert das wie jetzt? Ich war jetzt am Boden dann, ne? Ja. Und hab dann Zeit für was, dass du mich wiederbelebst? So ähnlich wie bei Left 4 Dead oder wie? Ja, genau. Und man hat halt quasi so einen bestimmten Zeitrahmen, wie lange man wiederbelebt werden kann. Aber währenddessen kann man halt auch getötet werden, wie bei Left 4 Dead. Okay. Wenn man krault, also rumeiert irgendwie, dann verliert man, glaube ich, schneller Blut. Ist mir, glaube ich, mehr aufgefallen. Aber generell hat man eigentlich relativ viel Zeit. Nur ist halt blöd, wenn man dann noch angeschossen wird, dann ist halt meistens ziemlich schnell rum. Naja, gut, war natürlich jetzt gerade ungünstig, dass die beiden da direkt neben mir waren, praktisch. Ja, das ist aber auch nicht nett, dass die mich alle erschießen. Ja, da waren doch keine Pazifisten, ne? Nee, anscheinend nicht. Haben uns reingelegt. Richtig fies, ey. Nee, lohnt sich nicht so richtig. Na, der Dachboden bietet doch einiges. Ja, kann man mal schön rausgucken. Sich an der Natur erfreuen, nutzt es so nicht. Ist eigentlich so ein richtiges Scharfschützengewehr in dem Spiel? Ja, ein paar. Also, eins, das ist so karabinermäßig, die K. Dann gibt es noch so ein halbautomatisches mit 10 Schuss, SKS. Eine, die bekommt man aus Kisten, also halt aus den Airdrops. Das ist dann, ich glaube auch so ein Bolt-Action-Sniper-Gewehr, also halbautomatisch, oder? Nee, gar nicht. Ich habe auch vergessen, wie es heißt. Das ist ein halbautomatisches oder vollautomatisches Sniper-Gewehr. Okay. Ich hab nur einmal gesehen, bei einem Kollegen. Aber die sind dann auch seltener als die normalen Waffen. Die sind an sich nicht viel seltener, aber es gibt halt relativ viele Waffen, deshalb findet man die nicht so mega oft. Würde ich das beschreiben. Ja, ja, gut, ich kann mir das Verhältnis vorstellen. Ich hoffe, ich jetzt hier hin. Schau mal auf mein Handy. Ja, klar. Ich meine, der Kreis braucht ja eh irgendwie Ewigkeiten, also... Nee, keine Ahnung. Jetzt raus und mach ein bisschen Party. Hier schon einer drin. Wäre das denn eine Taktik, sich da einfach irgendwo hinzocken zum Campen und dann so warten? Wenn man sich relativ im Kreis befindet, kann man das durchaus machen. Man sollte nur schauen, dass man halt eine relativ gute Position hat und dann auch dementsprechend halt nicht irgendwie von allen möglichen Seiten weggemacht werden kann. Und alleine ist es halt ein bisschen doof, irgendwo zu verkämpfen. Aber an sich, wenn man irgendwie auf den Kreis wartet oder so, dann ist es nicht mal so blöd. Ich suche nicht nach irgendwelchen Bandagen oder so, damit ich hier ein bisschen teilen kann, aber ich glaube, hier war ich schon drin. Und vielleicht auch nicht. Jetzt neuer Kreis, immer noch drin. Yay. Aber der verringert sich jetzt aber nicht genau zur Mitte. Der kann sich jetzt aber auch noch irgendwie nach außen verlagern, der Kreis. Ja, also es ist immer relativ mittig, wie der kleiner wird. Aber es ist jetzt nicht komplett. Ne, warte, was? Es ist immer so auf der Hälfte vom Kreis, wenn man nach der Mitte geht, wird er eigentlich immer irgendwo kleiner. So. Also es ist nicht gesagt, wenn du jetzt genau in die Mitte gehst, dass du dann auch am Ende genau in der Mitte bist. Nee, genau. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt am besten erklären soll. Ich denke, das ist jetzt schon verständlich, ja. Ja, relativ. Aber hier ist auch nichts mehr. Die haben mir nichts da gelassen, ey. Alles leergeräumt, aber wo sind die Leute alle? Ich meine, sehr gute Frage. Warum sollten die sich jetzt anders verhalten als du? Die sind ja auch in einem Kreis. Ja, gut, vielleicht waren sie. Na doch, vorher waren sie auch drin. Ich weiß es auch nicht.
Noch besser am Typ. Brauche ich nicht mehr, Was ich immer mache, ist, ich mache gerne irgendwie die Haustüren oder die Türen, die nach außen führen, zu. Einfach, weil dann hört man, okay, es kommt irgendjemand rein oder so. Und es kann halt nicht irgendwie einer reinlatschen und den auf einmal hinter ihr stehen. Dann nicht so toll. Naja, klar. Das macht Sinn, wenn du drin bist, die Türen wieder zuzumachen. Ja. Wenn man draußen ist, sollte man die Türen eher auflassen, damit man sie irgendwie umdrehen muss. Mhm. Oh. Ja, so ein bisschen habe ich schon aufgepasst bei den anderen Videos. Ja. Ist doch ein schöner Tag, warum kämpfen wir uns eigentlich? Aha. Es steht aber jetzt nur niemand. Nee. Da unten ist jetzt einer, aber 45, 43, das bleibt alles stabil. 42. Ja, das geht gleich ganz schnell. Ich glaube, ich sehe da einen. Da. Wenn ich mich nicht vergucke. Nee, ich glaube, das ist die Antenne von dem Haus. Ja, ich spiele hier auf Low Settings. Das ist eigentlich ganz okay, aber manchmal ein bisschen. Hat man da jetzt immer noch einen spielerischen Vorteil durch die Low Settings? Ich bin mir nicht sehr sicher, ob das überhaupt irgendeinen Vorteil bringt. Im Spiel. Ich habe es bisher nicht so wirklich erlebt. Ich habe 2,5 Jahre lang CS auf Mega Low Settings gespielt, weil ich nur auf Mega Low Settings spielen konnte, wegen meinem Laptop damals. Und ich muss sagen, das war nicht schön. Und hier ist jetzt übrigens auch die Sniper, von der ich gerade eben geredet habe. Ach ja, das Karabiner-Ding, wo du sagtest. Jo. Sieht aber nicht wie ein Sniper-Gewehr aus. Ist es aber. Also, wenn es mal nachladen würde. Hat ordentlich Schuss. Okay. Ist auch an sich, glaube ich, die Sniper, die Leute am meisten mögen, die damit umgehen können. 32 nur noch. Naja. Ich zum Beispiel kann damit gar nicht umgehen, aber soll's. Ja. Ich habe so das Gefühl, der Kreis wird auch so irgendwie in die Richtung hier kommen. Aber du kannst ja im Wohnwagen übernachten. Da kann man nicht rein, ne? Ich glaube, mit denen kann man nicht rein, nein. Das ist nicht Fallout. Kann man nicht drin schlafen auf der Matratze. Oh, hallo. Mehr 762. Yay. Was sagst du zu den Gerüchten zu der neuen Karte, die kommen soll? Ja, Gamescom approved. War da, habe ich gesehen. Ist existent. Und dann tatsächlich da mit Hochhäusern und allem drum und dran, so eine Wüstenlandschaft. Ja. Mag ich jetzt schon nicht. Ja, wird ja keiner gezwungen, dann da drauf zu spielen. Nö, aber. Weiß nicht. Habe ich nicht so mega Lust drauf, persönlich, daran zu spielen. Wie wäre das? Ah, genau, Schiff, da kommt man näher ran. Habe jetzt auch, was heißt, ein paar Wochen, nee, nicht ganz so schlimm, aber schon etwas länger nicht gespielt und. Ein wenig eingerostet vielleicht. Das sieht für mich aber ganz gut aus, was du da so treibst. Ich meine, immerhin lebst du noch. Ja, das war jetzt an. Er hätte noch genauso mit mich holen können. So wie ich da rumgerutscht bin. Ist so, ach guck mal, hallo, Kreis. So viel zu, ich habe das Gefühl, der wird irgendwo hier hingehen. Haha. Dann sehen wir das jetzt auch mal, wie sich das verhält mit dem Kreis. Ja. Im Kreis habe ich eh nie Glück, deshalb bin ich auch schon quasi dran gewöhnt. Was heißt denn nochmal die blaue Markierung da auf der Karte? Blaue Markierung ist, wenn du hinter dem Blauen bist, dann bekommst du Schaden quasi.
Und umso kleiner der Kreis wird, umso mehr Schaden bekommst du auch, wenn du nicht im Kreis bist. Achso, du meinst jetzt den Shrink? Nee, ich meinte, also ich habe jetzt auf meiner Karte hier eine blaue Markierung. So ähnlich wie deine Markierung, nur halt in blau. Und die ist da fix auf der Karte. Das ist wahrscheinlich der Marker nicht. Verändert sich das jetzt? Ja, ja. Okay, ja, das ist das von dir. Das macht man, um irgendwas auf der Karte zu markieren halt. Ich mach's nur, wenn ich wissen will, wo ich hinlanden will. Ja. Und mit Rechtsklick auf der Karte kann man das machen. Nicht, wenn man tot ist, aber im Spiel schon. Ist halt ganz hilfreich. Mhm. Weil dann kann man sich oben, das sieht man ja auch oben, in dem Kompass da, ja. Ähnlichen, ja. Genau, hätte ich mir auch selbst denken können, aber ja, jetzt sehe ich es natürlich. Ja. Ich muss das nochmal betonen, ich bin alt. Ja, du bist alt. Ich bin jung, ich konnte den Kompass am Anfang gar nicht lesen. Ich habe mir gedacht, was soll ich damit anfangen? 2 Runden gespielt, so. Dann gab es das nicht in Counter-Strike, Kompass? Nicht, dass ich wüsste. Nie gespielt, deswegen schlag mich. Okay. Ich weiß nur, dass es ein Killerspiel ist. Was ist PUBG dann? Ach, scheiße. Hier liegt noch eine ganze Menge da. Ja, jetzt habe ich so viel Munition dafür, ich glaube, ich wechsle das einfach aus. Pass auf, jetzt kommt jemand von hinten und schießt mich ab. Ich sag dir. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Wenn man es hören würde, wäre es ja auch langweilig, ne? Ja, aber du hörst ja die Schritte, wenn da jemand kommen würde, oder nicht? Ja, das schon. So. Oh, ich höre, dass da irgendwelche Heinis im Blauen rumeiern. Ich glaube, kriegen. Moment, ich tausche mich so. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so ratsam, hier ein Holovisier drauf zu machen, aber besser als gar nichts. Ne? Vor allem, sie das hier. Ziemlich klein aus und da ist es mega fett. So. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal. Ja, das sieht so aus, als wäre dann das Ende irgendwo im Niemandsland. Ja. Ist richtig verkehrt, ja. Ist übrigens nur mal so als Tipp, es ist eine scheiß Idee, in diesen Feldern großartig rumzurennen. Einerseits hast du keine Deckung, klar. Aber du, also wenn jemand irgendwie großartig weit weg ist, weiß ich, 200 Meter oder so, dann sieht man da jetzt auch so ein bisschen, dann rendert das ganze Gras nicht mehr. Deshalb kann ich quasi direkt ziehen. So, och, da läuft einer rum auf freiem Feld. Deshalb latsche ich da immer drum. Naja, aber das ist doch logisch, oder nicht? An sich nicht. Nee, guck, zum Beispiel, wenn jetzt einer rumlaufen würde, würde ich sagen, ach ja, läuft einer rum, aber eigentlich ist da ja überall nichts. Da würden wir ihn eigentlich eher weniger sehen. Natürlich ist es jetzt im Feld, war ja klar. Ja gut, bei dem Schatten ist ja sowieso besser. Da kommt ein Flugzeug. Kommt auch irgendwo an mir runter? Komm, mittendrin, pass auf. Könntest du kaum. Und doch. Und doch. Nein, das war ein Schwein, ey. Das ist ja gar nicht. Ich glaube, da habe ich noch Zeit hinzulaufen, oder? Oh, vielleicht. Könnte ein bisschen knapp werden, aber ich habe ja noch genug Zeug. Minute 5, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Damage die Kreise eher zum Ende hin machen, weil. Ach, da steht ein Auto. Weil ich mich da drin meistens nicht so aufhalte. Ich halte mich davon meistens fern. Ist immer noch nicht unten die Kiste. Aber gut, jetzt hast du auch noch Glück, dass das Auto da steht. Komm, ja. Die Runde gewinnst du. Zack. Letzte Mal, wo ich hier hin bin, ich habe mal ein Auto gesucht, weil ich wirklich eins brauchte, aber es kam nichts. So, hallo? Kollegen da links. What happened? Okay. Schade. Ich dachte mir eigentlich,
AWM, ja. Mit einer AWP. Auch wegen Snap-Behörde. Nicht getroffen, ey. Scheiße. Also wurde es jetzt vom Scharfschützen erledigt? Ja. Ja. Habe ich nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich dachte nicht, dass der mich jetzt beim Fahren trifft. Dann konnte der das wohl. 12. sind wir geworden. Wir werden immer besser. Jo. Ja. Spannende Runde, wenn man so zuguckt. Ich habe ja nur 2 Minuten gespielt. Ja, danke fürs Zuschauen und danke fürs Mitspielen. Und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.